gehauen, weil ich sie ja nicht brauche. Um jetzt festzustellen, dass wir sie brauchen. Hart, ne? Ist irgendwie hart. Ach, schön. Ich habe es genau über in die zweite Folge geschafft. Also herzlich willkommen nochmal, wann auch immer ihr das gerade seht. Wir hören immer noch Musik von Doc, das Album Song of Wetness. Wetness. Genauere Informationen entnehmt ihr bitte dem Kommentar unter dem Bild, also der Mehr-Info-Anzeige. Da kann man so aufklappen, gibt es ein Knöpfchen und dann gibt es einen Link auf eben dieses Album, das ihr hier im Hintergrund hört. Ja, ich glaube auch, wir sind schon in der zweiten Folge. Kann ich da mal so auch hinbauen, ne? Das passt. Ansonsten sage ich das in 5 Minuten nochmal, ansonsten habt ihr es am Ende und am Anfang. Naja, das müsst ihr drüber hinwegsehen. Wir professionalisieren uns ja nur langsam. Wenn es zu schnell geht, kann man der Sache ja auch nicht mehr folgen. Weil Langsamkeit ist so irgendwie, also es ist alles so schnelllebig. Ein Handy da hält nicht länger als ein Jahr, also gefühlt jedenfalls funktionieren tun die Dinger ja deutlich länger. Also wobei, na, stimmt nicht immer, ne? Also mein Palm Pre überlebte genau die Zeit, bis ich ihn abbezahlt hatte. Kurz vorher erging das Touch-Display so kaputt, dass man nicht mehr touchen konnte. Also jedenfalls nicht immer. Da gab es dann ganz, ganz spezielle Techniken, um das Ding dann doch noch dazu zu bewegen, irgendwie zu funktionieren. Ganz, ganz spezielle Techniken. Aber es hat nicht wirklich geklappt. Aber andere Handys, zum Beispiel so alte Nokias, die sind ja echt unkaputtbar. Also unkaputtbar und nicht im wörtlichen Sinne, kannst nicht mit dem Panzer drüber fahren, funktioniert immer noch. Also wobei ich mir wäre kein technisches Gerät bekannt, wo man mit dem Panzer rüberfahren kann und das danach immer noch funktioniert. Das sollte selbst für die IBM Toughbox eine Herausforderung sein. Aber die darfst du ja immerhin so mit Kabelbindern und Schnellspannern vorne auf Motorrad klemmen und damit durch die Wüste fahren, ne? So zumindest die Werbebotschaft. Ob das wirklich so in dem Maße dann alles noch funktioniert? Also wahrscheinlich kannst du dann noch Help schreiben. Also die HELP-Taste wird noch funktionieren. Und du solltest ein separates Satellitentelefon bei dir haben, um diese Nachricht vielleicht auch irgendwie noch mitzuteilen. So bei Modem einwählen. Satellitenmodem. Ach, wäre das mal cool. Na, wenn man mal protzen will, geht man einfach mal Satellitenmodem online. Am besten mitten in der Stadt, da macht sich das immer besonders gut. Immer zu sehen in amerikanischen Serien, da telefonieren sehr überall mit diesen Scheißdingern. Problem ist bloß, dass die Satelliten ja durch die Häuserschluchten so ein bisschen Sicht eingeschränkt sind, ne? Also man mag sich gar nicht ausmalen, durch wie viele Schlüpper, Menschen, Haustiere, Wasserbehälter, Wasserleitung, Stahlbetonwände, das Signal, der muss, um zum Satelliten zu kommen. Auf dem flachen Land hingegen funktioniert es sehr gut oder auch in der Wüste. Aber so in der Stadt, glaube ich, ist das immer noch nicht so toll. Da sind die normalen Telefone weit vorne. Natürlich auch im besten Netz Deutschlands. Auch in dem schlechtesten Netz Deutschlands. Auf jeden Fall weit, weit vorne. Geht es euch auch so? Wir hatten heute Besuch und wir redeten sogar Musik in Werbung. Weil da sind dann doch hin und wieder so ein paar Dinge dabei, die man so dann auch in seine Musiksammlung gerne aufnimmt. So geschehen bei mir und meiner Frau bei, was ist das, Nikon, Werbespot, Radical Face mit, hast nicht gesehen, oh mein Gott, Radical Face mit dem Lied. Ich habe den Titel schon wieder vergessen. Also auf jeden Fall habe ich mir Radical Face gemerkt. Das ist ein cooler Bandname, Radical Face. Gib uns heute mal das Radical Face.
Okay, macht jetzt keinen Sinn, dass ich ein Radical Face mache. Hier, so. Radical Face. Yay. Ja, auf jeden Fall viel dabei auf. Schon wieder abgeschweift zu sein. Ist schön, ne? Fängt man mit dem Thema an und redet dann erstmal komplett über was anderes. So erfindet man Sendezeit. Also so generiert man sie. Wir lernen von den Großen. Habe ich mich zum zweiten Mal... Ich glaube, ich kann mich mir noch ein drittes Mal ablenken, bevor ich wieder aufs Thema komme. Aber nein. Das tue ich euch jetzt nicht an. Jedenfalls fiel da auf, dass diese Vodafone-Werbespots, die Musik, die die verwenden, die möchte man am Ende gar nicht mehr hören, weil die so aggressiv ist, diese Werbung. Das ist quasi die Clementine der Neuzeit, Vodafone. Richtig, richtig schlimm. Kannst du ja gar nicht... Also, weiß auch nicht. Es ist halt irgendwie hart. Ich glaube, dann habt ihr, also wenn ihr jetzt am Ende dieser Folge seid, habt ihr euch erfolgreich eine Stunde angesehen, wie ein Berg verschwindet. Und wer nach dieser Stunde immer noch zuschaut und Minecraft noch nicht gekauft hat, sollte da ernsthaft darüber nachdenken. Weil wenn euch das gefällt, na gut, ihr müsstet euch auch, wie ich gerade, selber was erzählen. Das ist auch nicht so auch nicht so schwer. Dafür gibt's Volkshochschulkurse. Ordentlich mit sich selber reden für Anfänger. Ist ein bisschen viel Gebrabbel in dem Kurs, muss ich sagen, aber ihr wirkt. Also da kann man viel lernen. Vor allem die Dozenten sind alle, also... Exquisit. Kann ich empfehlen, jedenfalls für Berlin. Exoten allenthalben. Jetzt spinnt meine Maus hier schon wieder rum. Die irrt sich immer auf diesem Tisch. Ich bin ja Mauspad unabhängiger. Also ich habe kein Mauspad. Kein Mauspad? Wie schaffst du dann 200 APM? Ganz einfach. Gar nicht. Geht auch ohne, habe ich mir sagen lassen. So. Sind wir wieder an diesem Punkt und stellen fest, oh, man könnte ja mal was essen. Oh, 2 Ozeloten habe ich. Fisch? Nein, habe ich natürlich nicht dabei. Oh, 3. Mein Gott. Das ist eine richtige Ozelotenplage. Ja. Flitz, 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 sonst landest du im Kochtopf. Das erklärt auch, warum hier so wenig Türen sind. Diese Tür ist immer wieder eine neue Herausforderung für mich. Warum hier so wenig Creeper aktuell rumstehen. Ich hoffe, ich hatte alle Themen abgeschlossen, weil mir kommt es gerade so vor, als ob ich noch was erzählen wollte, aber irgendwie mir selber den Faden verloren. Nee. Ah, da oben sitzt ihr. Ja. Hallo. So. Guten Appetit. Zum Glück hat der Minecraft-Char noch keine Verdauung. Ist ja ein kompliziertes Unterfangen so mit der Verdauung. Wodurch ich diese geile Erkenntnis jetzt wieder habe. Ja, Freunde waren hier, Freunde haben Kind. Kind ganz frisch geboren. 8 Wochen? Und dieses Kind lernt gerade verdauen. Das ist toll. Also, wird noch gesäugt und so weiter, aber es ist, lernt gerade, wie man verdaut. Das ist super. Dieses Kind ist super. Ein super Verdauer. Also, auf jeden Fall trainiert es fleißig. Aber so ganz, ne, ist ja auch schwer. Ihr kennt das ja auch selber. So eure aktuelle... Erkenntnis zu diesem Problem ist wahrscheinlich eher auf der Tanzfläche oder was ähnliches. Aber ist schon schwer, den Körper so koordiniert in Aktion zu versetzen. Und die Kleine lernt halt gerade verdauen.
so überflüssige Luft beim Ansaugen mit aufgenommen, wieder loszuwerden. Oder auch einfach mal eine Schaufel. Ich habe eben noch dran gedacht, dass ich eine Schaufel mitnehmen soll. Verdammt. Oder auch das Verdaute am Ende wieder loszuwerden. Oh ja, und in diesen an dieser Stelle Greetings an my homie, my best friend. Also an alle jungen Eltern, oder ich kenne das. Ich habe es selten so schön formuliert gehört wie bei ihm. Ach, was für eine Erkenntnis. Er äußerte, das war vor ein paar Wochen. Die Kleine war noch ganz frisch da. Jedenfalls, er äußerte, man entwickelt so als Eltern ein sehr rationales Verhältnis zu Scheiße. Fand ich toll. War also auf jeden Fall sein Bester. Seit langem. Ein rationales Verhältnis zu Scheiße. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, 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 ja. Warum erzähle ich das? Weil ich es einfach erzählen will. Pah! Wen interessieren Jauch und Raab und Schmidt und Co., wenn es da doch echte Themen auf der Straße gibt, ne? RTL 2 versucht dieses Konzept ja auch mit solchen Sendungen wie Teenie-Mütter. Komme ich jetzt gerade auf Teenie-Mütter? Ganz einfach, hat auch was mit Babys zu tun, ne? Aber ja, so ist das halt im Leben. Irgendwann werden wir alle vollgeschissen und angepisst. Und wenn wir in diesem Moment nicht gerade Pornostar sind, haben wir vieles richtig gemacht. Ach, ist das schön entspannend hier. Also an diejenigen, die jetzt schon krampfhaft an der Maus ruckeln und vorspulen und so. Also wenn ihr vorgespult habt und das jetzt gerade nicht gehört habt, das ist nicht so schlimm. Es ist jetzt gerade auch nicht so spannend. Aber diese monotone Arbeit hier, so einfach mal eine riesige Fläche Erde zu ernten, ist halt doch inspiriert dazu, Gedanken zu denken. Und Dinge einfach mal einen freien Lauf zu lassen. Den Dingen einfach mal freien Lauf zu lassen. Das klingt jetzt auch schon wieder... Nein, also es klingt irgendwie falsch. Ach ja. Naja. Aber ja, Greetings an my homie. Für diese tolle Erkenntnis. Schöner formuliert habe ich es noch nie gehört. Enderman. Enderman. Ob der auch bei den Avengers mitspielt, der Enderman? Ich weiß nicht. Ich muss diesen Film, glaube ich, gucken. Ich habe jetzt schon von mehreren gehört, dass der so toll sein soll. Na, mal gucken. Vielleicht morgen Abend oder so. Ach, nee, morgen Abend ist ja Mittwochabend. Ah, da darf ich ja wieder nicht. Ich lasse einfach ausfallen. Ich habe sowieso gerade wie keine tolle Cast-Idee. Also eine Sache müssen wir noch umsetzen. Also wer auch hier von euch, ihr 10 oder 11, die das euch immer anschauen, wenn ihr nochmal neue Cast-Ideen habt. Eine habe ich ja schon, die müssen wir demnächst mal machen. Wir müssen diese Hunger Games spielen. Dafür gibt es auch nette Minecraft-Mods. So Server-Mods, darum muss ich mich dann nochmal kümmern, dass das auch wirklich mal stattfinden kann. Also muss halt entsprechend mal den Server anpassen. Ich muss sowieso auf dem Server mal wieder drauf. Ich war jetzt, glaube ich, eine Woche schon nicht auf dem Server, schon spiele nur noch offline. Ist nicht schlimm hier mit diesem Let's Play. Wahrscheinlich nur, weil ich mich selber so gerne reden höre.
Selbstgespräche in der Nacht. Tiefe Gedanken. Willkommen im ZDF-Nachtstudio. Naja, fürs ZDF-Nachtstudio habe ich ein paar zu wenige Doktortitel neben mir sitzen, die dann jetzt sich auch noch zu diesem Thema oder zu den Themen, die ich so in den Raum werfe, äußern könnten. Na, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, guckt mal ZDF-Nachtstudio. Super, super Show. Oh, jetzt wird es aber echt anstrengend. Also da überlege ich jetzt echt schon auf Eisen umzuschwenken. Ja, sogar Lehm, ne? Wir haben ja irgendwo vorne in der Höhle haben wir ja Lehm gefunden. Ja, müssen wir auch mal den Lehm hier zu Lehmziegeln brennen. Brennt man den überhaupt? Siehst du, das muss ich gleich nochmal im Minecraft-Wiki nachschlagen, wie man denn hier so Lehm macht, Lehmziegel. Das sieht mir doch sehr kiesmäßig aus, oder? Ja, da ist er, der liebe, liebe Kies. Hat jetzt nichts mit dem Galaxy S2 zu tun. Oh ja, da habe ich auch noch was Tolles erlebt. Seid ihr auch Besitzer eines Galaxy S2? Habt ihr das Update auf Ice Cream Sandwich schon gemacht? Das es bestimmt schon wieder seit einem Monat gibt und ich mich einfach nicht für interessiert habe. Auf jeden Fall, gestern Abend war es denn soweit. Ich dachte mir, Mann, heute hast du ja Zeit. Kannst ja auspennen morgen, machst du mal dein Handy-Update und so. Ziehst du mal voll drauf die Scheiße. Und was passiert? Also ich hab ja, ne, beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise, ist wichtig, ne? Also vor allem für die Normalbevölkerung da draußen, wichtig, wichtig, wenn die Hersteller sagen, mach vorher das und das, ist meistens besser, das so zu tun. Die wollen ja so DAO-approved drüber kommen und geben sich da richtig viel Mühe, das dann auch für den nicht so technophilen Menschen. Ich hatte ein anderes Wort auf der Zunge. Technophil ist technophil. Viel ist Techno. Auf jeden Fall wird ja immer empfohlen, vorher machst du besser ein Backup. Die paar nehme ich jetzt mit der Hand noch weg. Mach mal vorher ein Backup. Backup ist wichtig, ne? Machst du vorher mal ein Backup. Habe ich gemacht. Hat voll lange gedauert. Voll Backup gemacht und dann halt alles aktualisiert und so gemacht, getan. Sah auch echt schnuffig aus. Er loot das Upgrade runter. Er bootete neu, machte ganz wilde Dinge. Ich musste auf einmal Lizenzen zustimmen, die ich vorher nie gesehen habe. Da haben sie sich auch Mühe gegeben, dass ich mal endlich ein paar neue Lizenzen zu Gesicht bekomme. Weil mit den alten Lizenzen war ich auch schon nicht mehr so zufrieden. Also die waren so ein bisschen, wirkte schon ein bisschen altbacken. So. Mit den alten Lizenzen. Die neuen sind viel cooler. Sage ich euch. So was von cool. Ich brauche eine neue Erdekiste. Mach ich denn das am besten? Ich könnte hier so in den Boden einlassen. Das wäre doch okay, oder? Ja, das ist voll okay. Mach ich das so. Oh, da ist die Musik schon vorbei. Das heißt, die Kiste einlassen werden wir dann in der nächsten Folge, wenn es denn wieder heißt, Let's Play Minecraft. Es ist noch Tag, aber nicht mehr lange. Das heißt, am Anfang der nächsten Sendung werden wir dann auch gleich erstmal wieder pennen gehen. Machen wir sowieso noch am liebsten erstmal eine Runde ratzen, wenn es losgeht. Bisschen entspannen, bisschen chillen, gut in den Tag reinkommen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, wie jedes Mal. Zwei Folgen sind das wieder. Bis demnächst. Bye, bye.